Hallo, ich möchte euch einmal mein externes Rechnungswesen, Buchhaltung, Steuern und Jahresabschlusspaket vorstellen für das Modul externes Rechnungswesen der Fernuni Hagen. Und in diesem Paket besprechen wir gemeinsam alle Inhalte des externen Rechnungswesens der Fernuni Hagen, die Sie letztlich brauchen, um die Klausur erfolgreich bestehen zu können. Und dabei ist das Paket in zwei verschiedene Pakete aufgeteilt. Einmal in das Buchhaltung- und Steuernpaket und dann natürlich auch nochmal in das Jahresabschlusspaket, die wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen wollen. Also alle Inhalte, die Sie in dem großen Paket letztlich bekommen. Starten wir zunächst einmal mit dem Folien. Das Folienskript ist wirklich die Zusammenfassung der Kurseinheiten jeweils. Erst einmal für die Buchhaltung und Steuern. Und Sie sehen jetzt hier, wenn wir einmal zum Inhaltsverzeichnis übergehen, wir folgen tatsächlich auch dem Aufbau der Kurseinheiten. Das heißt, starten tun wir mit dem Aufbau der Buchhaltung. Wir haben also eine Einführung in die Bilanz, Einführung in die Buchhaltung, damit Sie das eben alles verstehen können. Danach kommen wir auf die Buchung des Warenverkehrs zu sprechen, die Buchung des Zahlungsverkehrs, Buchung zur Abschreibung und Abgrenzung und letztlich auch nochmal die Buchung zum Jahresabschluss, die Sie vor allem für die Klausur brauchen. Und dann sprechen wir danach natürlich auch nochmal über die Kurseinheit der Steuerlehre. Das heißt, hier auch nochmal die betriebliche Steuerlehre als Hauptthema, wo Sie eine Zusammenfassung dann der Kurseinheit letztlich haben. Wir können ja auch gerne einmal reinschauen, am besten in die Buchung des Warenverkehrs. Das ist am interessantesten, ja, wie das Ganze aufgebaut ist. Also am Anfang haben Sie natürlich immer eine Übersichtsfolie, worüber wir alles sprechen werden. Und dann sehen Sie hier schon, dass wir zunächst einmal immer die Grundlagen legen. Das heißt, was ist denn eigentlich ein Handelswaren-Ein- und Verkauf und wie ist dieser natürlich definiert, bevor wir dann über die Verbuchung sprechen. Zunächst einmal haben wir immer sehr allgemein die Verbuchung, sodass Sie wissen, welche Konten Sie ansprechen müssen. Und dann machen wir natürlich auch immer beispielhafte Geschäftsvorfälle dafür, damit Sie das auch alles dementsprechend nachvollziehen können. Wenn wir noch mal kurz in die Steuerlehre schauen, das ist ja letztlich die zweite große Kurseinheit bzw. die zweite Thematik, die wir hier brauchen, wo dann auch Klausuraufgaben für gestellt werden. Das sind hier Grundlagen von Steuern und Besteuerung, fängt das hier an. Und dann sehen Sie ja auch eben über alle Themen, die wir sprechen werden und dass das Ganze hier eine Zusammenfassung der Kurseinheit ist, immer so, dass eben oben definiert wird, worum geht es gerade, dann die Definition, damit Sie das halt relativ schnell auswendig lernen können, um dann die Multiple-Choice-Aufgaben auch erfolgreich beantworten zu können, sodass Sie hier auch eben die maximale Punktzahl dann eben mitnehmen können. Sie sehen hier Besitzsteuern definiert, Verkehrssteuern definiert, Zölle und Verbrauchssteuern, wie sie aufgeteilt sind, Ertragssteuern, was darunter zu verstehen ist und so weiter, was dann die Einteilung beispielsweise der Steuern betrifft. Das Ganze natürlich auch für den Jahresabschluss. Also auch hier haben Sie nochmal eigens ein Folienskript dann. Auch hier folgen wir natürlich wieder den Kurseinheiten in ihrer Struktur. Das heißt, wir fangen mit den Grundlagen des Jahresabschlusses an, sprechen über die Grundzüge der handelsrechtlichen Rechnungslegung. Danach kommen wir auf die Bewertung zu sprechen, die relativ wichtig ist für die Klausur. Dann sprechen wir über alle verschiedenen Bilanzansätze, die Sie auch in den Klausuren machen müssen, die verschiedenen Aufgaben dann letztendlich. Dann kommen wir auf den GUV-Anhang und die Offenlegung zu sprechen und dann auch nochmal auf die Jahresabschlusspolitik und Analyse, wo Sie auch die ganzen Kennzahlen letztlich kennenlernen werden, die Sie dann auch für die Klausur brauchen. Auch hier können wir einmal kurz in die Thematik reinschauen. Am besten fangen wir von vorne an in die Bilanzierungsregeln und Bilanzierungszwecke. Auch hier wieder natürlich erst einmal eine Übersicht und dann das Gleiche, wie Sie es kennen. Überschrift, was wird definiert, dann kommt die Definition und dann letztlich immer schöne Aufgliederungen, sodass Sie sehr, sehr schnell nachlesen können, worum geht es hier eigentlich, wie sind die Abgrenzungsregeln eben beispielsweise bei der Erstellung eines Jahresabschlusses, Aggregations- und Gliederungsregeln, sodass Sie eben sofort nachlesen können, worum geht es dann letztlich und das natürlich auch dementsprechend lernen, auch was hier beispielsweise Fehlinterpretation des bilanziellen Eigenkapitals angeht, ja, was Eigenkapital und Haftung betrifft, Eigenkapital und Finanzierung, Eigenkapital und Gesellschaftereinlagen, sodass, wenn Multiple-Choice-Aufgaben dazu vorkommen, Sie sie sehr einfach und schnell dann dementsprechend beantworten können. Für die beiden Folienskripte gibt es natürlich auch Videovorträge. Also Sie müssen sie nicht selber durcharbeiten, sondern wir besprechen die natürlich alle gemeinsam. Einmal bei Buchhaltung und Steuern gibt es hier natürlich die Einführung in die Bilanz und dann immer so weiter. Ja, also zu jedem einzelnen Thema finden Sie dann dementsprechend einen Videovortrag. Sie sehen jetzt hier gerade,
wenn ich nach unten scrolle, das Lernportal, ja, also oben haben wir immer das Video. Wenn Sie das Paket gekauft haben, dann können Sie das Video starten. Wir können mal hier auf das zweite Video gehen. Wir sind gerade beim Einführungsvideo. Dann können wir hier Start klicken, nachdem Sie die Einführung gesehen haben. Und dann geht es auch schon los mit der Einführung in die Bilanz. Da sprechen wir dann insgesamt 45 Minuten gemeinsam drüber. Da gebe ich natürlich auch noch immer ergänzende Hinweise, beispielsweise was sehr klausurrelevant ist, was nicht so klausurrelevant ist, und wir besprechen das Schritt für Schritt gemeinsam einmal durch, sodass Sie eben nicht alleine sind, sondern wirklich mit mir das dann gemeinsam durcharbeiten können. Falls irgendwelche Fragen oder so aufkommen, können Sie mich auch jederzeit per E-Mail, telefonisch oder per WhatsApp natürlich erreichen. Unterhalb eines jeden Videos finden Sie dann auch noch Übungsaufgaben, auf die kommen wir gleich aber nochmal separat zu sprechen. Das Ganze natürlich auch für den Jahresabschluss, auch hier zunächst einmal eine Einführung, damit Sie wissen, wie das ganze Portal hier funktioniert und wo Sie alles finden Ihrer Inhalte. Und dann können Sie hier auf Start gehen und letztlich starten wir dann mit den Bilanzierungsregeln und Bilanzierungszwecken. Ja, wo wir eine Stunde und eine Minute drüber gemeinsam sprechen werden. Und auch hier unten können Sie dann die einzelnen Thematiken dann dementsprechend wieder anwählen. Und natürlich ist es auch so, dass Sie sowohl das Folienskript, die Formelsammlung bzw. Übersichtssammlung und die Klausurlösung, über die wir gleich noch sprechen werden, können Sie immer runterladen, wenn Sie ganz nach unten scrollen in diesem Lernportal. Aber auch die Videos sind natürlich herunterladbar. Das heißt, Sie können Rechtsklick machen, sagen Video speichern unter und können sich dann auf mobile Endgeräte oder so speichern, wie Sie es denn gerne möchten, falls Sie mal auf Reisen sind, unterwegs, im Flugzeug und keine Internetverbindung oder sowas haben, damit Ihnen auch das Paket vollständig zur Verfügung steht und Sie jederzeit lernen können und flexibel sind. Dann gibt es, wie bereits erwähnt, einmal bei der Buchhaltung und Steuern eine sogenannte Buchungssammlung. Die ist sehr, sehr wichtig, denn hier habe ich nochmal alle Buchungen für die verschiedenen Themen eben zusammengefasst, die Sie können müssen für die Klausur. Das heißt, Sie sehen dann hier, wie der Wareneinkauf beispielsweise zu verbuchen ist, welche Konten Sie ansprechen müssen, mit welchen Kontonummern und welcher Betrag dann jeweils eben anzugeben ist oder wie der Warenverkauf funktioniert. Ja, also hier können Sie sehr, sehr schnell die einzelnen Geschäftsvorfälle und die einzelnen Themen dann lernen und gerade welche Konten Sie ansprechen müssen. Das Zahlungsempfangskonto ist dann immer Bankkonto oder Kasse. Ja, also das sind immer relativ die gleichen Konten. Ja, da kommt es dann natürlich auf den speziellen Geschäftsvorfall an, ob wir das Geld in bar kriegen oder beispielsweise überwiesen. Ja, also das konnte ich natürlich nicht angeben, aber die Konten, worauf man dann dementsprechend buchen muss, sind natürlich hier immer vorhanden. Und Sie sehen eben oben immer das Thema Verbuchung von Lieferantenretouren und dann Lieferantenretoure, ob das Ganze erfolgsneutral ist, ob das Ganze erfolgswirksam ist, was die Kundenretoure beispielsweise betrifft, den Wareneinkauf, wie man den verbucht oder beispielsweise hier unten Warenverkauf und der Rechnung an den Spediteur, wie man die eben verbucht. All das ist ganz, ganz schnell aufgelistet, sodass Sie immer wissen, welche Konten sind anzusprechen hier, mit welchen Kontonummern, falls Sie so einen Geschäftsvorfall dann auch tatsächlich haben. Und das natürlich für alle Themen, die dann in der Klausur auch vorkommen können, beziehungsweise in den Kurseinheiten vorhanden sind. Für das Jahresabschlusspaket gibt es eine sogenannte Übersichtssammlung. Das heißt, hier haben wir einmal alle Themen, die wirklich sehr, sehr klausurrelevant sind, die Sie auf jeden Fall können sollten. Das heißt, sowas wie Ausschüttungskompetenzen bei Aktiengesellschaften ist ein sehr beliebtes Thema, sodass Sie hier eben wissen, wie Sie sehr, sehr schnell dann dementsprechend die Klausuraufgabe lösen können. Das heißt, hier sind auch sehr viele Anwendungsbeispiele dann in der Übersichtssammlung, wo Sie eben den Fokus drauf legen sollten, was halt sehr häufig dann als Aufgabe letztlich auch in der Klausur vorkommt und wie diese Aufgaben dann als Rechenbeispiel dann entsprechend zu lösen sind. Für die einzelnen Themen ist das auch nochmal übersichtlich zusammengefasst, sodass Sie wissen, wo der Fokus dann dementsprechend drauf liegen muss. Als Übungsmöglichkeiten gibt es dann natürlich die Klausuren bzw. die Klausurlösungen. Da können wir auch einmal reinschauen für die Buchhaltung und Steuern vom Wintersemester 2015 bis zum Sommersemester 2022 momentan. Wenn wir hier einmal runterscrollen, können wir hier einmal auf das Wintersemester 2020 gehen. Oben finden Sie immer den Link zu den Altklausuren, sodass Sie sich die Altklausuren natürlich runterladen können, mit denen Sie dann erstmal üben, also sie selber versuchen zu lösen. Und dann haben Sie natürlich immer meine Klausurlösung parat, wo Sie dann nachlesen können, wie die einzelne Aufgabe zu lösen ist. Und Sie sehen jetzt hier eben,
wie das Ganze gebucht werden würde. Auch hier wieder einmal der ausführliche Buchungssatz, sodass Sie wissen, welche Konten Sie nachschlagen müssen und dann dementsprechend immer mit den Kontonummern und dem Betrag, der dann anzugeben ist. Hier oben finden Sie jetzt in diesem Fall die Berechnung. Manchmal finden Sie auch die Berechnung dann dementsprechend im Kästchen, je nachdem, bei welcher Klausur Sie sind. Und wenn wir hier einmal runterscrollen, sehen Sie, dass wir eben die Verbuchungen alle dementsprechend vorgenommen haben für die einzelnen Geschäftsvorfälle. Und ganz am Ende finden Sie dann aber auch noch mal immer von mir eine Übersicht, wie die einzelnen Konten gelautet haben, wie die einzelnen Kontonummern gelautet haben, sodass Sie die eben dann dementsprechend mit Ihrer Lösung sehr, sehr schnell abgleichen können. Gerade wenn Sie fortgeschritten sind, wollen Sie natürlich jetzt nicht durch jede einzelne Aufgabe schauen und sehen, wie lautet denn der Buchungssatz, sondern dann schauen Sie einfach sich noch mal die Zusammenfassung der Aufgabe an. Und wenn Sie dann dementsprechend was falsch gemacht haben, können Sie oben immer noch mal nachlesen, wie ich auf den Wert dann letztendlich gekommen bin, damit Sie das auch alles nachvollziehen können. Das Gleiche natürlich auch wieder für den Jahresabschluss. Hier haben wir vor allem Multiple-Choice-Aufgaben. Hier können wir einmal in den Sommersemester 2021 schauen. Oben finden Sie dann immer den Hinweis, in welchen Thematiken Sie letztlich die Lösung finden für diese Aufgabe. Also natürlich bekommen wir sehr, sehr viele verschiedene Multiple-Choice-Aufgaben durch verschiedene Themen und die sind dann eben oben immer aufgelistet, in welchen Themen Sie nachlesen müssten, um diese Multiple-Choice-Aufgaben auch lösen zu können. Und dann sehen Sie hier die Aussage 1 war also richtig und dann eine ausführliche Begründung immer, warum sie richtig oder warum sie dann dementsprechend falsch ist und welche Nummern Sie hätten dann eintragen sollen in der Klausur. Momentan ist es ja so, dass Online-Klausuren stattfinden. Das heißt, da können Sie natürlich einfach nur ankreuzen. Da müssen Sie dieses Nummernsystem nicht mehr benutzen. Aber falls es wieder zu Präsenzklausuren übergeht, dass Sie sich auch da natürlich dran gewöhnen und dann dementsprechend vorbereiten. Und hier ist eben immer ausführlich die Lösung für die einzelnen Aussagen, ob sie dann richtig oder falsch sind. Oder hier sieht man dann auch, wie man letztendlich die Aufgabe 5 dann dementsprechend gelöst hätte, was die Einstufung beispielsweise einer Kapitalgesellschaft betrifft. Also das Folienskript bzw. die beiden Folienskripte, die Videovorträge, die Buchungssammlung, die Übersichtssammlung und die Klausurlösung bilden insgesamt das Paket des externen Rechnungswesen, Buchhaltung, Steuern und Jahresabschluss. Neben diesem Paket gibt es aber auch nochmal zusätzlich Übungsaufgaben, habe ich ja eben erwähnt, dass wir darüber auch nochmal sprechen werden. Das heißt, wir können uns hier einmal für die Buchhaltung die Übungsaufgaben anschauen, was die Verbuchung des Ein- und Verkaufs von Waren im Warenverkehr betrifft, habe ich hier gerade einmal geöffnet. Die sind allerdings zum Paket zusätzlich erhältlich, weil sie hier unten von einem externen Anbieter ProProfs bereitgestellt werden, den ich pro Student leider bezahlen muss. Deswegen konnte ich das natürlich nicht mit ins Paket dann dementsprechend einbinden. Die können Sie also nochmal zusätzlich zum Paket kaufen. Und Sie sehen jetzt hier, wir haben eben Übungsaufgaben für die einzelnen Thematiken speziell. Die sind aber angelehnt an die echten Klausuraufgaben. Das heißt, Sie lernen für jede einzelne Thematik die verschiedenen Klausuraufgaben kennen, die auch tatsächlich dann entsprechend in Ihrer Klausur vorkommen können und so können Sie jede einzelne Thematik speziell üben und auch erkennen, wo Sie eben noch Probleme haben, beziehungsweise welche Thematiken Ihnen vielleicht nicht so gut liegen und welche Thematiken Ihnen sehr gut liegen. Und dementsprechend können Sie sich mit den Übungsaufgaben nochmal gezielt vorbereiten. Das heißt, auch hier, so wie Sie es eben in der Klausur finden werden, sind dann Geschäftsvorfälle angegeben, wo Sie eben die Konten eintragen müssen und dann dementsprechend den Betrag. Und wenn wir hier einmal auf Weitergehen, dann kriegen Sie natürlich sofort ein Feedback und die entsprechende Lösung darunter. Das heißt, in der Box sehen Sie dann immer, was Sie hätten eintragen müssen. Und wir zoomen hier einmal kurz ein bisschen ran. Und dann hier natürlich auch wieder die ausführliche Lösung, wie man hätte es verbuchen müssen und wie man das Ganze natürlich dann auch immer ausrechnet. Das heißt, die Berechnung finden Sie auch immer hier im Kasten und Sie können es natürlich auch nochmal dann dementsprechend immer durchlesen. Aber wie Sie auf den Nettobetrag kommen, wie Sie auf den Mehrwertsteuerbetrag kommen, all das ist natürlich dann dementsprechend immer aufgelistet. Als zweite Aufgabe müssen wir hier beispielsweise eine Rechnung verbuchen. Auch das machen wir natürlich dann dementsprechend bei den Übungsaufgaben. Das heißt, Sie können sich hier hervorragend nochmal vorbereiten und lernen auch so ein bisschen, gerade was eine Online-Klausur betrifft, weil da müssen Sie letztlich auch nur die Nummern in eine Maske eintragen, ja, sodass Sie sich hier auch nochmal auf die Online-Klausuren dann dementsprechend vorbereiten können. Das Gleiche geht natürlich auch nochmal hier für das Jahresabschlusspaket. Auch hier schauen wir mal in eine Übungsaufgabe rein, was die Bilanzierungsregeln und Bilanzierungszwecke betrifft. Ja, hier finden Sie dann die entsprechenden
ähnlichen Klausuraufgaben, so wie sie dann vorgekommen sind zu dieser Thematik, wo sie dann dementsprechend entscheiden müssen, ob sie dann richtig oder falsch sind. Hier muss man immer noch die Nummer eintragen, also beispielsweise Aussage 1 und 2 sind zum Beispiel richtig oder auch 3, so wie sie es in der Präsenzklausur hätten machen müssen. Momentan sind ja Online-Klausuren, das heißt, da können Sie das dann natürlich ankreuzen, da müssen Sie nicht mit dem Nummernsystem arbeiten, aber falls es wieder dazu kommt, dass Sie eben Präsenzklausuren haben, dass Sie auch dementsprechend perfekt darauf vorbereitet sind. Und wenn wir hier einmal auf Weiter klicken, bekommen wir jetzt natürlich das Feedback, dass es falsch ist, weil nur die Antworten 1 und 3 waren korrekt. Ja, das steht auch hier nochmal drunter. Und dann natürlich auch immer wieder die Hinweise darauf, warum es eben richtig oder dann dementsprechend falsch war. Vielleicht noch mal ganz kurz als Übersicht: Was enthält also unser Buchhaltung, Steuern und Jahresabschlusspaket insgesamt? Wir haben einen Videovortrag über 48 Lehrstunden, dann unsere Folienskripte mit 227 Seiten bei der Buchhaltung und 259 Seiten beim Jahresabschluss, dann eben die Buchungs- und Übersichtssammlung, die wir uns angeschaut haben, dann die Klausurlösung vom Wintersemester 2015 ab. Dann haben wir auch noch gemeinsam immer jeden Dienstag ein Live-Webinar um 19 Uhr. Da können wir gerne Themen vertiefend besprechen oder wir haben auch sehr häufig eine offene Fragerunde. Also falls Sie Fragen haben und mit mir sprechen möchten, auch vielleicht was die Struktur des Lernens und so angeht oder worauf Sie sich fokussieren sollten, kommen Sie einfach gerne immer in den Live-Webinaren dann entsprechend vorbei. Falls Sie allerdings keine Zeit oder keine Lust haben, können Sie mich natürlich auch immer direkt kontaktieren, entweder per E-Mail, Telefon oder WhatsApp. Ich stehe gerne jederzeit zur Verfügung und beantworte Ihre Fragen. Dann haben Sie natürlich eine Steuerrückerstattung, also Sie bekommen von mir letztlich eine Rechnung und können dann einen Teil Ihres Geldes für das Paket zurückerstatten lassen. Und dann eben, wie gesagt, die optionalen Zusatzinhalte, die müssen Sie nochmal zum Paket buchen, wenn Sie nochmal Übungsaufgaben haben wollen. Davon gibt es dann insgesamt 400 Übungsaufgaben, wo Sie sich nochmal gezielt auf die Prüfung vorbereiten können. Und dann haben wir auch nochmal Übungsklausuren. Das heißt, aus den verschiedenen Übungsaufgaben, die ja angelehnt sind an die tatsächlichen originalen Klausuraufgaben, werden eben die Übungsaufgaben so von dem Programm zusammengewürfelt, dass es dann tatsächlich immer eine Klausur ist, wo sie dann durch die verschiedenen Themen aber auch gehen und sich dann dementsprechend auch nochmal auf die Klausuren separat vorbereiten können, neben den Klausurlösungen und den Altklausuren, die sie natürlich auch schon haben. Also, ich hoffe, Ihnen gefällt das Paket und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Machen Sie es gut. Bis dahin, ne? Tschüss.